Herr Dotchev, jetzt ist so eine Woche circa vergangen oder etwas mehr als eine Woche, seit die Saison vorbei ist. Wie gucken Sie jetzt mittlerweile mit dieser Zeit, die im Rücken schon liegt, wie gucken Sie jetzt auf die abgelaufene Saison? Ja, es ist ja eine gewisse Enttäuschung noch da. Also muss man sagen, also wir haben uns sehr viel vorgenommen. Wir haben eine tolle Saison gespielt, muss man auch sagen. Wir haben 72 Punkte geholt. Ich würde behaupten, beste Fußball gespielt und dann zum Schluss stehen wir fast mit leeren Händen. Natürlich ist ja gewisse Enttäuschung da, aber nichtsdestotrotz denke ich mir, wir können stolz sein auf das, was wir geleistet haben. Und das muss auch uns motivieren, auch für nächste Saison. Wir hatten eine Saison bei PreußenMünster mit vielen Highlights, vielen Höhepunkten. Oftmals ist es so, dass man vielleicht auch als Trainer die erst im Saisonrückblick richtig sehen kann. Also weil sie natürlich immer, sagen wir nach dem Pokalerfolg gegen Bremen oder so, sie immer wieder die Aufgabe hatten, die Mannschaft auf dem Boden zu halten. Jetzt können Sie vielleicht im Rückblick sagen, gibt es irgendein Spiel, an das Sie sich besonders gerne erinnern, weil Sie sagen, das war für mich so ein absoluter Höhepunkt in der vergangenen Saison? Ja, so direkt kann ich jetzt nicht sagen. Das Spiel war ganz besonders. Natürlich, wir haben unheimlich viele Spiele gehabt, die für mich sehr besonders waren. Und vor allen Dingen, was auch sehr deutlich zu erkennen war, dass die Stimmung war immer vom Spiel zu Spiel immer besser und dass die Jungs auch sich von Fans, auch von der Öffentlichkeit auch mal theoretisch auch pushen lassen und dass die motiviert wurden. Und ich habe auch immer gesagt, für mich als Trainer ist viel, viel einfacher, wenn diese Euphorie länger bleibt. Und das haben wir geschafft. Nur leider zum Schluss, würde ich sagen, haben wir nicht geschafft, mit dem Druck umzugehen. Und ich glaube, wir sind mit dieser Favoritenrolle nicht zurechtgekommen. Aber unterm Strich sage ich mal, eine super Saison, eine tolle Saison. Also die Jungs haben wirklich Respekt verdient. Und was die geleistet haben, natürlich, das verpflichtet jetzt uns umso mehr. Und wir wissen auch, dass auch jetzt bundesweit über Preußen man redet mit Respekt und mit Anerkennung. Und das wird auch deswegen nächstes Jahr nicht einfach. Und was ich sage oder was ich damit sagen will, um gut zu bleiben, müssen wir uns verbessern. Deswegen ist jetzt wichtig, dass wir auch unsere Hausaufgaben sehr gut machen, dass wir auch dass wir nächste Saison auf jeden Fall auch da starten, wo wir aufgehört haben. Ja, dazu sind auch Verpflichtungen wahrscheinlich notwendig. Sie haben schon ein, zwei Mal gesagt, gerade bei U23-Spielern muss verpflichtet werden, aber nicht einfach nur um zu füllen, sondern die sollen schon richtig Stammkraftpotenzial haben. Für welche Positionen wird da ganz speziell gesucht? Wir haben sozusagen diese Korsett von der Mannschaft da. Also wir haben jetzt viele Spieler, die schon Verträge haben bei uns. Wir machen jetzt keinen Umbruch, wie vor einem Jahr der Fall war. Vor einem Jahr haben wir 11 Leute verabschiedet und fast die Hälfte auch von diesen ja, 6, 7 neuen Leuten verpflichtet. Und dass wir so gute Saison gespielt haben, das ist nicht selbstverständlich, muss man sagen. Keiner hat jetzt damit gerechnet, dass wir so eine tolle Saison spielen. Ich habe gehofft, ich wusste, dass wir gute Leute verpflichtet haben, aber dass wir so toll spielen, das war auch für mich bisschen überraschend. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall junge Leute verpflichten, weil erstmal diese U23-Regeln müssen wir erfüllen. Uns hat Philipp Heise, Marco Königs, Kotsch, die haben uns verlassen. Rico Schmieder, das sind 4 Leute, die schon unter 23 sind. Und wir müssen jetzt nicht den Kader nur erfüllen. Mein Wunsch ist ja natürlich, die Mannschaft etwa frischer Wind zu geben, auch ein paar junge Leute zu holen, die auch nicht nur, wie ich schon sagte, den Kader zu erfüllen, sondern die Qualitäten haben, auch Stammspieler zu sein. Das ist wichtig. Und daran arbeiten wir schon. Wir haben auch schon einige Gespräche geführt. Es gibt 2, 3 interessante Spieler. Bis jetzt ist alles noch nicht in trockener Tücher, aber ich hoffe, dass das klappt. Sie haben es gerade angesprochen, junge Spieler. Sie haben auch schon ein paar junge Spieler in Ihren Reihen. Dima Nazarov ist zum Beispiel ein junger Mann, der diese Saison wirklich den Sprung geschafft hat, muss man sagen. Der auch seine erste Durststrecke schon hatte und die auch schon überwunden hatte. Von welchen anderen jüngeren Spielern, wie sagen wir vielleicht Simon Scherder oder Philipp Röhe, der jetzt zum Kader stößt, der A-Jugendliche, oder Pascal Koman, von wem von denen erwarten Sie da jetzt noch einen Sprung vielleicht in der nächsten Saison?
Ja, ich glaube auch, dass dieser Übergang von Junioren auf Seniorenfußball nicht so einfach ist für die Jungs. Und aufgrund dessen, dass wir jetzt letztes Jahr auf Aufstieg gespielt haben, war nicht einfach, auch die jungen Leute so zu installieren, sozusagen, oder aufzubauen. Deswegen war das nicht möglich für mich. Aber ein Simon Scherder hat am Anfang an auch Probleme gehabt, auch Koppmann. Pascal hat auch Probleme gehabt. Das sind Jungs, die noch viel lernen müssen. Und Philipp Röhr ist jetzt neu dieses Jahr zu uns gekommen. Der ist ja aber von Gefühl her, denke ich mir, es ist einer, der beißen kann. Und da traue ich ihm schon einiges zu. Und ansonsten, Dima Nazarov, haben Sie schon gesagt, er hat diesen Durchbruch schon geschafft. Und denke ich auch, dass die mit den neuen Spielern, dass wir auch mal ein paar Leute kriegen, die wirklich hier einen Schub geben und auch einen gesunden Konkurrenzkampf uns geben. Was für mich auch sehr wichtig ist als Trainer, dass wir nicht nur jetzt Leute holen, um den Kader zu erfüllen. Es geht auch darum, dass gewisse Hierarchie in der Mannschaft herrscht. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und deswegen müssen wir jetzt wissen, welche Leute sind für uns Stammspieler, gehören zum Gerüst und welche jungen Leute dazu kommen, die den Druck machen können und trotzdem auch nicht irgendwie so jetzt schlechte Stimmung zu verbreiten und solche Sachen. Also wir wollen auch Spieler haben, die nicht nur gut Fußball spielen können, dass die auch charakterlich zu unserer Mannschaft passen. Vielleicht eine Frage noch zur dritten Liga im Allgemeinen, zu der Stärke. Man hat jetzt letztes Jahr eigentlich schon eine recht starke dritte Liga gehabt. Alemannia Aachen war jetzt nicht so stark, wie man am Anfang gedacht hatte, auch vom Kader, den sie zu Saisonbeginn hatten, aufgrund der finanziellen Probleme. Aber mit Karlsruhe und Bielefeld verlassen zwei doch taktisch starke Teams die Liga. Was erwarten Sie da? Wir müssen jetzt nächstes Jahr mit Sicherheit damit rechnen, dass drei, vier Kandidaten dabei sind. Heidenheim darf man nicht vergessen, die haben sich wieder verstärkt. Also ich weiß schon, dass in der Regel auch immer so eine Überraschungsmannschaft dabei ist. Und das heißt, nächstes Jahr die Liga wird immer noch stärker. Also ich habe jetzt die Liga schon letzte Zeit beobachtet und ich weiß, wie die Entwicklung in der dritten Liga läuft. Also von Jahr zu Jahr wird immer besser. Und deswegen weiß ich auch, dass nächstes Jahr auch nicht einfacher wird. Herr Dotter, vielleicht letzte Frage. Wir hatten es eingangs gesagt, die Spieler sind im Urlaub. Ich weiß zufällig, dass Sie jetzt jeden Tag gearbeitet haben. Trotzdem haben Sie auch noch irgendwie einen Urlaub? Haben Sie auch noch eine kleine Verschnaufpause, bevor es dann in die Saisonvorbereitung geht? Ja, muss ich ja wohl. Also meine Frau, sonst schmeißt mich schon raus. Also ich muss jetzt auch ein bisschen was machen. Auch ich muss mich auch um meine Familie kümmern, sonst habe ich nie die Zeit dafür gehabt. Und wir werden morgen für 10 Tage nach Toskana fahren. Das ist das, was wir vorhaben. Aber ich bin eigentlich sehr flexibel. Wenn sein muss, dann bin ich sofort hier. Und momentan, es läuft alles so nicht unbedingt nach Plan. Das ist ja immer so eine Sache, wenn wir einen Spieler haben, wo wir mit ihm weitermachen wollen oder verlängern möchten oder dazu holen möchten, da sind automatisch auch ein paar andere Vereine dran. Und wir sind nicht die Einzigen, die Ahnung von Fußball haben, denke ich. Und deswegen sage ich mal, ich bin flexibel. Ich fahre 10 Tage Urlaub nach Toskana mit meiner Frau. Aber ich bin eigentlich schon immer erreichbar und gedanklich bin ich immer noch hier und hoffe, dass wir zum Trainingsauftakt, dass wir auch zu 90, zum 95%, dass da wir den Kader schon haben und dass wir wirklich auf die Vorbereitung uns konzentrieren können. Okay, Herr Dotscher, vielen Dank fürs Gespräch, dass Sie die Zeit noch gefunden haben und wünsche ich Ihnen und Ihrer Frau einen schönen Urlaub. Dankeschön, vielen Dank. Danke.